Hallo zusammen, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie man ein Dreieckstuch häkelt und alles, was ihr dazu braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Und diesmal häkle ich mit der Wolle Happy Tape, auch von Seemann. Die hat dabei 100 Gramm eine Lauflänge von 230 Meter und die besteht aus 62% Acryl, 31% Polyamid und 7% Wolle, ist also sehr schön weich im Griff und auch relativ leicht. Ihr seht, ihr habt die unterschiedlichen Preise. Bei uns in Belgien ist die Wolle ein bisschen günstiger. Außerdem häkle ich das Ganze mit der Häkelnadel Stärke 4 und am besten immer von innen anfangen. Dann rollt das ein bisschen einfacher. Und die erste Reihe beginne ich kurz mit einer anderen Wolle, weil mir beim Zuschneiden vom Video aufgefallen ist, dass ich da einen Fehler drin hatte. Ihr beginnt mit einem Fadenring. Und dann muss man 4 Luftmaschen häkeln, das ist schon das erste doppelte Stäbchen. Und dann folgen 4 weitere Doppelstäbchen und hier das Doppelstäbchen nochmal etwas langsamer für alle, die jetzt nochmal anfangen wollen mit dem Häkeln. Für das Dreieckstuch braucht ihr auch nur zu wissen, wie man eine Kettmasche macht, eine feste Masche, ein Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Und durch die 4 Luftmaschen am Anfang und die 4 doppelten Stäbchen sieht es jetzt aus, als ob man eben 5 doppelte Stäbchen hat. Es folgen 2 Luftmaschen und danach nochmals 5 doppelte Stäbchen. Und das Ganze immer in dem Fadenring einarbeiten. Und dann kann man den Fadenring einfach zusammenziehen, sodass das auch richtig gut fest ist. Und jetzt geht es dann weiter mit der Originalwolle. Da folgen also 7 Luftmaschen und mit einem Stäbchen werden die direkt in der ersten Masche da verbunden. Und es folgen 5 Luftmaschen und diese werden mit einer festen Masche in diesen 2 Luftmaschen der Vorrunde da so festgehäkelt. Dann wiederum 5 Luftmaschen häkeln und in die letzte Masche, da kommt zuerst ein Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen, was genau auch in der letzten Masche damit eingehäkelt wird. So dass ihr dann immer links und rechts quasi so kleine Schlaufen habt. Dann folgen wieder 4 Luftmaschen, das ist wieder euer erstes Doppelstäbchen. Und in diese kleine Schlaufe kommen jetzt 4 weitere Doppelstäbchen. So sind es dann wieder insgesamt 5 Doppelstäbchen, dann 2 Luftmaschen. Und nochmals 4 Doppelstäbchen, so in dieselbe Schlaufe immer reinhäkeln. So entsteht dann so ein Fächermuster. Und hier habt ihr ja 4 doppelte Stäbchen und diese 5 Luftmaschen von der Vorreihe. Das ist dann euer 5. Stäbchen im Endeffekt. Und das wird verbunden mit einer Kettmasche, 3 Luftmaschen und in diese selbe Masche nochmal eine Kettmasche, sodass man da so eine kleine Schlaufe hat.
Dann sind diese 5 Luftmaschen der Vorreihe wieder euer erstes doppeltes Stäbchen. Es folgen also 4 weitere Doppelstäbchen. Also hier habt ihr dann im Endeffekt dann 5 doppelte Stäbchen, wieder 2 Luftmaschen und jetzt werden wohl 5 doppelte Stäbchen gehäkelt. Und damit ist dann die dritte Reihe fertig. Also da habt ihr diese 5 doppelten Stäbchen. Also in der einen Reihe arbeitet ihr immer diese Fächer und in der anderen Reihe macht ihr immer quasi diese Vorbereitungsreihe. Und jetzt werden wieder 7 Luftmaschen gehäkelt. Und das Ganze wird mit einem Stäbchen in der ersten Masche da verbunden. Dann folgen wieder 5 Luftmaschen. Und die werden mit einer festen Masche da in diesen 2 Luftmaschen von der vorderen Reihe verbunden. Weiter geht's mit wieder 5 Luftmaschen und hier in dieser kleinen Schlaufe, da kommt jetzt ein Stäbchen rein. Dann müsst ihr 3 Luftmaschen häkeln und nochmals ein Stäbchen, was in dieselbe Schlaufe da reinkommt. Das ist im Endeffekt dann die Vorarbeit. Da kommt in der nächsten Reihe dann wieder dieses Fächermotiv rein. Dann wieder 5 Luftmaschen. Die werden wieder mit einer festen Masche da in den 2 Luftmaschen der vorherigen Reihe verbunden. Und wieder 5 Luftmaschen. Und hier kommt dann wieder in die letzte Masche zuerst ein Stäbchen. Dann folgen 3 Luftmaschen und dann wieder ein Doppelstäbchen, sodass man dann eben auch auf der Seite dann wieder so eine kleine Schlaufe hat, wieder in der zweiten Reihe. Und damit ist die vierte Reihe dann zu Ende. Und jetzt wiederholen sich die Reihen eigentlich nur. Ihr fangt wieder an mit 4 Luftmaschen, was euer erstes Stäbchen ist. Ihr arbeitet wieder diese Fächer aus und ihr arbeitet dann wieder so kleine Schlaufen aus für die nächste Reihe, für die Fächer. Und ich lasse das jetzt mal weiterlaufen ohne Ton, damit ihr dann nochmal gucken könnt, die Reihe, wie das funktioniert und ich euch nicht mit meinen hier Quatsche dann da ablenke. Nur noch eins, wenn ihr diese Fächer arbeitet, dann müsst ihr schon mal die doppelten Stäbchen immer mal so beiseite schieben, damit auch wirklich die ganzen doppelten Stäbchen da in dieser Schlaufe reinpassen. Ja, und ansonsten schaut einfach mal, ob das so verständlich ist.
Ja, und ihr seht, so wiederholen sich dann eigentlich immer nur die letzten zwei Reihen. Also man macht immer diese Überbrückungsreihe, wo man diese Schlaufen macht und dann arbeitet man die Fächer ein. Wichtig sind eben die Schlaufen links und rechts und jede Reihe arbeitet man quasi dann ein Fächer mehr. Und solltet ihr nur ein kleines Kopftuch haben wollen, dann müsst ihr dann eben die Reihen weiter häkeln, immer einen Fächer mehr, darüber diese Überbrückungsreihe, dann wieder die nächsten Fächer und diese Überbrückungsreihe. Und hier, das habe ich einfach nur mit einer Reihe mit festen Maschen dann abgeschlossen. Wollt ihr natürlich ein längeres Dreieckstuch, dann müsst ihr noch weiter arbeiten. Hier sind 8 Fächer am Ende, dann braucht man hier nur noch einen Knopf reinzumachen und wie gesagt die oberste Reihe mit einer festen Masche, das zeige ich aber gleich noch. Aber das Dreieckstuch selber, das wird dann weiter gehäkelt und am besten ist es, wenn ihr am Ende seid, dass ihr dann nur noch die Fächer macht und nicht mehr diese kleinen Schlaufen, das sieht dann schöner aus. Und dann kann man da auch eine schöne Umrandung drumherum häkeln. Da ich aber nicht mehr genug Wolle habe, mache ich diese Reihe wieder auf und ende dann eigentlich mit dieser Überbrückungsreihe auch. Aber auch die kann man wunderbar mit einfachen festen Maschen umhäkeln. Und dafür dann einfach nur eine Luftmasche noch am Ende dran häkeln, das Ganze wenden und in der ersten Schlaufe kommen 3 feste Maschen. Dann da, wo das Stäbchen in der Vorreihe war, da kommt eine feste Masche rein und die Luftmaschen werden einfach mit 4 festen Maschen umhäkelt. Und so kann man dann alles mit den festen Maschen einmal umhäkeln oder eben eine schönere Umrandung sich aussuchen. Man kann natürlich auch das ganze Dreieckstuch einmal rundum die Kanten verschönern, aber wie gesagt, meine Wolle hat jetzt nicht gereicht. Und wenn ihr das nachhäkeln wollt, solltet ihr mindestens 200 Gramm von der Wolle haben, dann wird das ein schönes großes Dreieckstuch. Die Maße von dem Dreieckstuch habe ich jetzt nicht, weil ich denke, das kann jeder selber entscheiden, wie groß oder klein er das Tuch haben möchte. Wichtig ist ja eigentlich nur das Muster, dass ihr das habt. Zum Schluss werden hier nochmal 3 feste Maschen reingemacht und dann kann man das Ganze vernähen. Und ihr könnt auch die Ränder noch rundherum machen, aber meine Wolle war hier mit alle, weil ich ja eben dieses kleine Kopftuch noch vorher gemacht habe. Ihr könnt aber auch jede andere Wolle nehmen. Ich habe hier zum Beispiel nochmal die Royal. Die ist auch von Seemann. Die hat bei 100 Gramm eine Lauflänge von 241 Meter. Auch da macht sich dieses Muster ganz gut. Und von der Größe her macht es auch keinen Unterschied, ob das jetzt diese dickere Wolle war oder die Royal. Und gehäkelt hatte ich auch die Royal mit der Häkelnadel Stärke 4. Also ihr seht, das Muster macht sich in vielen Wollarten gut. Ja, und damit bin ich am Ende von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren, euch nochmal an die Häkelnadeln dran zu setzen. Ansonsten denkt dran, jede Woche kommt ein neues Video von mir raus und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das gerne tun. Also bitte einmal abonnieren und ich wünsche euch eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss.